shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Duffelbag-Tasche bekommt und auch die Weihnachtsmaske. Die Weihnachtsmaske könnt ihr zwar nicht abspeichern, aber solange ihr euer Outfit nicht ändert, könnt ihr eigentlich die ganze Zeit jetzt schon damit rumrennen. Und ich zeige euch jetzt in dem Video, wie das funktioniert, und möchte an der Stelle nochmal Dankeschön an alle Leute sagen, die in meinem letzten Video so ausgerastet sind. Das Video hat fast 700 Likes bekommen. Und dafür möchte ich mich erstmal richtig krass bei euch bedanken. Vielen Dank dafür. Und es beweist mir einfach, dass ihr die krasseste Community seid, die es, glaube ich, auf der Welt überhaupt gibt. Dankeschön. Aber ich zeige euch jetzt genau, wie das funktioniert. Und zwar, ihr braucht unten heißt Raubüberfall. Und da spielt es auch eigentlich keine Rolle, welchen Raubüberfall ihr da nehmt. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze mit dem Fleckerbank zu machen, damit ihr auch die heißt Raubüberfall-Tasche rausbekommt. So, den startet ihr einfach und ladet einfach noch euren Kumpel ein. Dort ist es ganz wichtig, dass ihr die Outfits auf gespeicherte Outfits einstellt, damit ihr die Maske und die Duffelbag-Tasche auf das aktuelle Outfit drauf bekommt, ja, wo ihr es halt haben möchtet. Wenn ihr die Heißraubüberfalltasche haben möchtet, dann ist es beim Fleckerüberfall ganz wichtig, dass ihr die Rolle Bohrer übernehmt. Dann müsst ihr einfach nur fortfahren machen und diesen ganzen Job starten. Wenn der Job dann gestartet ist, müsst ihr einfach nur euer Interaktionsmenü öffnen, geht dann auf Stil, geht dann auf Accessoires und zieht erstmal die Maske auf von den Weihnachtsmasken, auf die ihr halt gerade Bock habt oder die ihr halt anziehen möchtet. Ich habe mich jetzt einfach mal für den weißen Weihnachtsmann entschieden, weil ich die einfach extrem geil finde. Wenn ihr euch dann entschieden habt, welche Maske ihr haben möchtet, dann geht ihr auf Helmvisier und spammt wirklich mit dem Steuerkreuz nach rechts drücken, Helmvisier hoch und runter. Ihr müsst euch einfach nur merken, welches Visier am Anfang dran stand, also ob das Visier oben ist oder runter, weil ihr müsst es genau gegensätzlich machen. Also wenn am Anfang hoch steht, muss am Ende runter stehen. Das müsst ihr jetzt eine Minute lang mit dem Steuerkreuz nach rechts durchspammen oder gedrückt halten, je nachdem. Bei manchen klappt es mit dem Spam und bei manchen klappt es einfach nur mit Durchdrücken. Wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, dass ihr das Ganze aus der öffentlichen Lobby machen müsst, weil in der geschlossenen Lobby hat es bei mir auch nicht funktioniert. Der ganze Glitch braucht auf jeden Fall ein paar Versuche. Ich habe es auf jeden Fall nicht beim ersten Mal geschafft, aber beim dritten oder vierten Mal hat es dann bei mir wunderbar geklappt. Wenn ihr das dann so lange gescrollt habt, dass die eine Minute vorbei ist, dann müsst ihr einfach nur in euer PSN-Menü reingehen, geht dann auf Media Player oder auf eine andere Anwendung, die GTA pausiert, und die müsst ihr einfach nur öffnen. Danach geht ihr wieder zurück zu GTA und wie ihr seht, bekommt ihr diese Fehlermeldung. Die müsst ihr einfach nur mit X bestätigen, und wenn dann alles richtig ist, dann spawnt ihr wieder in der öffentlichen Lobby und habt dann alles an. Das Outfit könnt ihr jetzt theoretisch auch speichern, nur weil ihr jetzt die Weihnachtsmaske aufhabt, könnt ihr das Outfit danach nicht mehr auswählen, also es verschwindet wieder. Deswegen, wenn ihr das speichert, dann macht es ohne Maske, dann habt ihr die Heißraubüberfalltasche, oder wenn ihr euer Outfit gar nicht mehr ändert, dann habt ihr einfach permanent diese Weihnachtsmasken und die Heißraubüberfalltasche. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ich bin an der Stelle raus. Jungs, haut's rein. Macht's gut. Ciao, euer Zeddy.